Hallo Gamer Engineers, willkommen zur nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wir haben im letzten Part noch einige geile Waffen erhalten, vor allem das hier ist ja gigantisch stark, das hier ist auch geil. Die beiden sind sowieso nützlich und der Exalt-Bumerang, den muss man anscheinend werfen, mit dem kann man nicht kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier verläuft. Kann ich nicht sagen, aber als nächstes Ziel ist der Turm dort markiert. Aber anscheinend brauche ich eine Art Fähigkeit zum Tauchen. Ja. Also da unten haben wir schon mal einen Schrein aktiviert, zu dem könnten wir uns tatsächlich porten. Achso, ich habe jetzt keine Waffe ausgewählt. Och nö. Ah, warte. Nicht ihr schon wieder. Verpisst euch bloß. Ich hasse sie. Ich meine, jetzt wo wir stärkere Kleidung haben, töten sie uns nicht instant, aber durchaus noch sehr, sehr schnell. Man sollte sich auch die starken Waffen eine Zeit lang aufheben. Jawohl. Ausdauerschrecke. Von dem kriege ich auch noch das Wild, danke. Tut mir leid, kleiner Ziegen, oder kleiner Widder, keine Ahnung, was das genau ist. Ich nehme mal an, dass es ein Ziegenbock ist, so ein Wild. Also wir sagen, Gors dazu, um mal österreichisch zu werden. Ja, unsere Sprache orientiert sich mehr am Österreichischen. Ich lebe zwar nicht im Herzen von Österreich, das wäre dann irgendwo in der Steiermark. Ja, die Steiermark. Ja, das wäre dann die Steiermark. Keine Ahnung, wo dieser Mittelpunkt genau liegt. Wahrscheinlich westlich der Steiermark. Je nach Fläche muss man es halt prozentual gesehen umdrehen. Und das hier ist eines der Gebiete, wo wir so einen Titanenschrein okay, nö, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Also ich weiß nicht, ob es das Attribut durchnässt auch gibt. Hoffe aber nicht. Was ist denn das für ein Vieh? Wow! Okay, ich werde eins meiner Gerichte fressen müssen. Das Dampffleisch, das ist eh nicht so geil. Der darf einen fast nicht erwischen. Sonst war es das mit einem. Haben wir irgendwas dabei, was exakto einen heilt? Nö, haben wir nicht. Geht sich das in dem Part überhaupt aus? Was hat denn der überhaupt dabei? Als ob mich die Druckwelle so verletzen könnte. Okay, ich fress mal das Kochobst.
Vor allem, ich berühre ihn ja nur. Ich berühre ihn ja nur ganz kurz. Alter, ist der stark. Daneben. Es ist offen. Wird interessant, wie ich den besiegen soll. Ha! Naja, gut. Andererseits, der killt mich. Und zwar schnellstens. Ich bräuchte irgendwas, was die Angriffskraft auch erhöht. Aber dafür habe ich einfach... Gott, noch eins. Verdammt. Jawohl. Soldaten zwei hinter. Yes. Okay. Reisebogen. Okay, gut, das brauchen wir nicht. Mich hat nur der Soldaten-Zweihänder interessiert. Das Reiseschwert jetzt eher weniger. Okay, na gut. Ah! Okay, gut. Ich esse das Grillfleisch. Stachelbobklingbogen. Hä? Puh, Alter, das war jetzt knapp. Kann ich das Ding... Okay, was kann ich denn noch alles fressen? Ich kann das Fleisch so essen. Diese Fit-Karotten kann ich runterschlucken.
Bist du irre? Was ist denn da jetzt los? Aha, okay, das Wächterschwert ist gleich kaputt. Das hat ihn aber instant gekillt. Hui! Okay, ich habe keine wirklichen Gegenstände aus Metall bei mir. Ich will eigentlich nur dorthin. Ich wurde jetzt ein bisschen abgelenkt von den Hinox. Ja, der Blitz hätte sehr geholfen. Der hätte auch nicht... Der hätte auch keine 2 Meter weiter links einschlagen können. Hä? Okay, ich sollte besser mal Schutz suchen, wenn mich der Blitz trifft. Das ist ein Sora! Verstehe, verstehe. Wow, ein Hylianer, ein Hylianer! Du bist doch ein Hylianer, oder nicht? Ja, natürlich, ich bin ein Hylianer. Wusste ich's doch. Du musst... Dann musst du ganz schnell zu unserem Prinzen Sidon gehen. Er ist am Zorofluss bei der Ingogo-Brücke. Bitte hör dir an, was er zu sagen hat. Das ist sicher als sehr plötzlich für dich, aber du wirst verstehen, was los ist, wenn du dort bist. Bitte geh. Ja, nix da. Zuerst gehe ich zum Turm. Okay, gut, der ist dort oben. Ich muss sicherstellen, dass ich auf jeden Fall irgendwie... was speichern kann. Auf den Dungeon, auf den scheiße ich jetzt mal. Ich hoffe, die Idioten haben mich jetzt nicht bemerkt. Und ich hoffe, dass dieses... Ach komm, es wird langweilig. Eine Maxi-Rübe mal wieder. Dieses dämliche Kraut habe ich jetzt auch noch. Tja, da schauen wir natürlich dämlich, ne? Mach auf den Dreck. Hasenschild. Ja, je nachdem wie das leuchtet, umso wahrscheinlicher ist es, dass da gleich ein Blitz einschlägt. Ist halt leider so. Also man sieht es durchaus schon, wenn da statische Ladung ist. Und Leute, was Strom betrifft, da kenne ich mich aus. Okay. Geil und nochmals geil. Okay, der Bobklin ist mir jetzt relativ wurscht. Ich will doch nur zu diesem scheiß Turm nach oben. Ist denn das zu viel verlangt? Wo, 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 hä? Was ist da jetzt drin? Okay, gut, das ist gar nicht mehr so schlecht. Okay, normalerweise hätte ich über den Baum gehen müssen. Das habe ich aber jetzt geskippt.
Was ist das denn für ein Mistvieh? Ei. Okay, gut, das Vieh kann ich nicht besiegen. Das kriege ich nicht hin. Okay, gut, meinem lieben Freund Link ist scheißkalt. Das kann ich verstehen. Weg mit dem Mistvieh. Als... Ah, bitte. Nintendo müsste immer solche Drecksgegner geben. Das ist nicht komisch. Bitte, lass es einfach... Lass es doch gut sein, ha? Danke. Ja, komm. Das ist doch ein abgekartetes Spiel gegen den Spieler. Warum? Was habe ich denn jemals getan, um so einen Dreck zu verzapfen, hä? Das nervt aber sehr. Befrei dich! Renn einfach weg, bitte, renn einfach nur weg. Okay. Ich habe den Typen überlebt. Und ich habe auch Links Dummheit überlebt. Ist ja beides eine Kunst für sich. Der Magier frustet mit seinem dämlichen "Ich kann die Liebe nur vereisen" Zauber. Komm schon, Nintendo, das kannst du besser. Und vor allem, ich treffe ihn ja nicht. Und er bemerkt mich natürlich instant. Ach, das hier ist Ranele. Wusste ich gar nicht. Und vor allem dieses dämliche. Ja, du bist ja jetzt eingefroren, denn wenn du den Controller bewegst, dann musst du automatisch in dieses scheiß Menü reinkommen, damit du dich heilen kannst. Einen Dreck muss ich. Na, Link, wenigstens Spaß gehabt im eisigen Zustand. Ja, nerv mich nur ruhig. Ich hätte mir doch die zweite Ausdauerleiste nehmen sollen. Dann hätte ich wenigstens schnell abzischen können. Aber dann hätte ich jetzt kein viertes Herz und wäre Minimum schon fünfmal krepiert. Also sehen wir es positiv. Ja, diesmal drehe ich wieder eine normale Folge. Das mit den 15ern lief momentan, also läuft zumindest momentan nicht so gut. Ich habe mich aber meistens an die Regelung 15 bis 20 Minuten gehalten. Im nächsten Part kommt dann endlich Mark dazu.
Es sollte dann relativ schnell über die Bühne gehen. Und hier werde ich dann gleich die Schreine alle aktivieren, damit ich mich porten kann. Ich könnte zumindest mal offscreen die Schreine halt aktivieren. Zumindest mal nur aktivieren. Bitte, bitte, schaff's noch. Ja, genau. Ja, komm, scan die Karte drauf. Sehr schön. Jawohl, das Teleportfeld ist aktiv. Und da hinten sehe ich noch einen Schrein. Wer hat denn jetzt so geschrien? Na gut. So, dieser kleine Pisser kann mich jetzt mal. Ich werde jetzt trotzdem zum Schrein fliegen. Und mal abchecken, was da abgeht. Ich werde zumindest mal das Beampoint aktivieren. Große Maxi. Okay, Leute, das war's aber mal wieder. Ich werde jetzt hier nur den als Beampoint mal aktivieren. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier was machen kann. Obwohl, das könnte ich noch nachschauen. Das würde sich vielleicht noch ausgehen. Ja, dann haben wir schöne 25 Minuten. Das passt. Wie die Faust aufs Auge. Ach, hier lerne ich noch eine Kampftaktik. Immerhin, ich habe ganz gute Waffen dabei. Okay, gut, das ist vielleicht ein bisschen scheiße. Das ist geil, das ist auch geil. Im Übrigen, das Master Sword hat auch nur 30, kann aber dafür, glaube ich, nicht zerstört werden. Okay, Leute, dann drehen wir mal wieder einen längeren Part. Wow! Alter, geht der ab! Was zum... Ja, Wii. Ah. Ja, Nintendo Switch. Schummel mal schön dir was zusammen, ha? Huh?
Natürlich, er ist zu stark. Er muss ja zu stark sein. Es geht ja gar nicht anders. Nur Leute, also ich werde es zwar nochmal probieren, aber das auf jeden Fall offscreen. Weil das ist einfach nur nervig. Das ist einfach nur zu nervig. Ja Leute, dann habe ich die Game Engineers. Bis zum nächsten Mal.